Das ist jetzt ein ganz, ganz grosser Traum, wo wir seit dem Februar daran arbeiten. Wir eröffnen ein TOKK-Hausis. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir Isländisch lernen. Das wird Reykjavik. Okay, when do you plan to open? Yeah, I hope May or June. Yeah. But we will see. May would be ideal for you when you get a little bit hang of the place before, you know, in June before there will an avalanche. Summer comes. Mm-hmm. Yeah, I'm already looking forward to your opening party. I mean, yeah, I've never been here. Yeah, so, I know. Yeah. We'll just have a look around. So. Yeah. Die Idee von der Schwester Kumiko in Island, das ist ein Haus, wo sich komplett dem Thema Tee, Kaffee und Süßem widmet. Das Haus, wo das Ganze wird entstehen, ist sehr zentral gelegen in Reykjavik. Für mich sehr spannend ist, dass eigentlich Reykjavik in den letzten 10 Jahren erst so am Aufwachen ist. Sie haben durch den Tourismus sehr viele Möglichkeiten, haben sich jetzt erst jetzt entwickelt, auch Gastronomie zum Beispiel. Und in der Kunst- und in der Musikszene ist das alles sehr am Boomen. Darum kann man vielleicht Reykjavik vergleichen auch mit einer Art Berlin, wo noch vieles offen ist, wo noch vieles möglich ist. Omnom ist als Schokihersteller sehr wichtig für uns. Einerseits, weil es eine der wichtigsten Zutaten ist. Andererseits auch, weil sie sehr eine lässige Philosophie haben, wie sie da Schoki produzieren in dieser kleinen Tankstelle. Das ist natürlich wie ideal für so eine perfekte Synergie zum Zusammenarbeiten, die total motiviert. Since you told me about this idea, we have been really excited. Because I think it's exactly what is maybe a little bit missing here in Reykjavik. The pastry scene is maybe not really, hasn't boomed as much as the restaurant scene. So I think it would be very interesting to see what will happen when she opens up. Ja, es ist jetzt April und eigentlich sollten jetzt hier schon Wände rausgerissen sein und grosse Baustellen, dass wir im Mai eröffnen können. Aber wie das halt manchmal so ist, hat das jetzt so nicht geklappt. Das ist aufgrund von der Platzierung im Stadtplan
nicht möglich gewesen. Wir haben das so versucht, durch eine Umzonung, dass es gleich klappt. Aber leider haben wir jetzt nach einem halben Jahr definitiv das Nein bekommen. Wenn man natürlich da steht mit dem Plan und schon fast mit dem Bagger und dann ein Nein bekommt, ist glaube ich, die erste Reaktion eine grosse Enttäuschung und auch ein Frust. Nein, als aufgeben will ich nicht denken. Das lasse ich wie nicht zu. Wenn dann vielleicht Inputs kommen, wo es dann halt so heisst, ja, vielleicht sollte es nicht sein oder ich würde jetzt, glaube ich, abbrechen. Dann finde ich so, ja, ich nicht. Doesn't it hurt to do this? Yes. But it does it anyway. Yeah, but, I mean, it stays quite long, doesn't it? So. First, I thought it was denied because of some technicality, because it didn't have all the information. Yeah. But then the letter with all the protests came, and we couldn't believe it. So I am very sorry, I've lived in these streets for 33 years. And I like a lot of my neighbors, but I think this was totally overboard. So I think, as sad as it is, that you made a very nice decision in the end, just to sell this house and move somewhere else. Ja, jetzt ist anderthalb Monate später und es ist erstaunlicherweise jetzt alles gelöst. Also der neue Ort, wo das Teehaus jetzt wird sein, ist komplett etwas anderes. Das ist am Hafen, eigentlich im alten Fishpacking District von Reykjavik. Es ist Industrie und am Wasser. Die bestehende Lokalität wird sehr einen grossen Vorher-Nachher-Umwandlung durchmachen. Aber es ist auch sehr spannend, wenn man etwas sieht und denkt, es hat mega Potenzial und man kann sich das alles vorstellen, wie das dann nachher wird sein wird. Actually, I don't think the location of her place don't matter so much. Because what she's gonna do will attract people anyway, but this was more kind of working fishermen's area. Usually when it was bad weather, the fishermen were all sitting down and drinking coffee in Kaffivagnin, also in Granda Cafe where it's gonna be. But now I see changes with Miyoko and Omnom and several other places that are opening here. It's a booming area for Reykjavik. Ich glaube, der Schritt wirklich auf Island expandieren ist für mich ganz natürlich, weil ich wieso finde, ich gehe dort an, wo ich will sein. Und dann kommen immer zuerst all die Stimmen, die sagen, nein, das ist viel grösser, man sieht. Das ist total jenseits. Es ist x-tausend Kilometer von Zürich entfernt und das ist ein anderes Land, eine andere Sprache. Aber das ist wieder die Frage, warum macht man das generell? Ich glaube, das macht man, weil man will etwas bewirken, etwas kreieren und einfach so leben, wie man das gerne möchte und jeden Tag so aufstehen finden, wow, mega lässig. Und können arbeiten und leben in Island ist für mich wirklich ein Lebenstraum. Darum mache ich das, in erster Linie.